Ja, nun ein schöner Merksatz für alle, die an Weihnachten immer noch denken, sie müssten rauchen. Wer sich mal der Fluppe beugt, muss dran denken, dass das Feuer zeugt. Hallo, hier ein kleines Wort zu den Vätern. Auch wenn sie Kinder haben und gleichzeitig schwul sind, möchte ich sie doch bitte daran erinnern, dass wenn an Weihnachten Knecht Ruprecht mit der Rute kommt, dass sie sich da nicht zu sehr drauf freuen. Das könnte ein verstörtes Bild bei ihren Kindern abgeben. Also dann, frohe Weihnachten mal! Ja, hallo! Jetzt kurz vor Weihnachten sagen ja auch viele wieder, ach, wie schön, dass wir wieder ein gemeinsames Deutschland sind. Aber erst vor kurzem, ja, musste ich hören, lasst uns nach vorne schauen und deshalb Brücken sprengen und Mauern bauen. Und was macht die Jugend? Die findet die Hornbrillen, die unter anderem auch Erich Honecker getragen hat, wieder Schmuck. So richtig schön. Naja, ob das so der richtige Weg für Weihnachten ist, das lässt sich bestreiten. Trotzdem dann mal frohe Arschnachten, ihr Weinlöcher. Aber fürs ganze Deutschland. Denn Weihnachten feiern wir dennoch zusammen, egal was kommt. Der Luzi hat mich mal gefragt, wie ich mir Weihnachten merken kann, obwohl ich gar keinen Kalender habe. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, ich mache einfach das Radio an, denn wenn zum 10.000. Mal an einem Tag immer ein und dasselbe Lied gespielt wird, dann merke auch ich als allerletzte, dass Weihnachten kurz vor der Tür steht. Ja, da fängt man schon an, aus lauter Protest die Weihnachtslieder selber zu singen, damit man sich das Radio nicht antun muss. Ja, Weihnachten steht vor der Tür und die Aufgaben in der Familie werden auch wieder richtig toll verteilt. Der Vater, der holt immer den Tannenbaum, ne? Weil der hat die besseren Nerven dafür. Und die Mutti, die steht wie immer in der Küche und backt die leckeren Weihnachtsplätzchen. Und warum? Richtig, weil sie dorthin gehört. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Die Geschenke, ja, das ist ja auch so eine Sache für sich. Denn wenn jetzt mal Haustiere an Weihnachten verschenkt werden, da kann ich nur von abraten. Denn die wenigsten Haustiere haben hinten einen grünen Punkt. Das heißt, ne, die könnte man dann, wenn man die nicht mehr haben will, wiederverwerten. Zum Beispiel als schöne Handtasche. Dann habt ihr nämlich schon mal ein ganz tolles Geschenk für nächstes Jahr für Mutti. Denn ihr wisst ja, über Selbstgemachtes freut sich Mutti immer noch am meisten.
Weihnachten steht kurz vor der Tür. Aber was ist da eigentlich zu beachten? Nun, Weihnachten ist ein Fest der Familie. Deshalb ist Weihnachten auch nur einmal im Jahr, weil öfter könnte man die missratene Verwandtschaft auch gar nicht ertragen. Ja. Man freut sich, wenn sie kommen, und ist glücklich, wenn sie wieder weg sind. Aber man denkt ja an Weihnachten auch an alle. Deswegen wird dann auch mal die Oma aus dem Keller geholt. Weil man, wie gesagt, an Weihnachten an alle denkt, natürlich dann auch an die Kinder, müssen auch Plätzchen gebacken werden. Doch da sollte auch etwas ganz Besonderes rein. Zum Beispiel kleiner Feigling, Rotkäppchensekt und ein großzügiger Schuss Großmutters Vanillegeheimnis, damit die Kleinen auch auf ihre Kosten kommen. Oder man lässt die Plätzchen ganz einfach weg und vergreift sich nur am Alkohol. Das geht dann natürlich auch schneller. Und damit Oma dann auch zu ihrem Recht kommt, gibt es dann auch noch natürlich eine Bescherung. Nein, nicht so eine Bescherung, wie ihr jetzt vielleicht denkt. Obwohl, wie denkt ihr denn, ihr kleinen Schlawiner? Schauen wir uns das doch mal an. Ah ja. Okay. Das geht jetzt aber etwas zu weit. Ui, hallo? Könnt ihr auch mal eure Gedankengänge zügeln? Das habe ich jetzt unter Bescherung nicht gemeint. Also, ich meinte eher so eine Bescherung. Eine schöne Bescherung. Richtig. Ein Geschenk, ja. Also, wenn man sich daran hält, dann kann ja Weihnachten eigentlich nur noch kommen. Na also dann, frohe Weihnachten.